Also ich komme damit nicht ganz klar. Das ist total komisch, das System. Für mich jedenfalls jetzt gerade, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also eigentlich müsste er jetzt durchgehen, 250 Mikrobuckets pro Tick rauspumpen in den Tank. Und da schnappt sich dann der Fluiduct das und packt es hier rein. Das heißt, es müsste instant gefüllt werden. Dann härtet das aus und wird reingepumpt. Aber das wird halt optisch anders angezeigt. Das ist sehr doof. Mal gut, gucken wir mal bei unseren Tin-Vorräten. Tin 448. Ja, dann nehmen wir mal jeweils einen davon mit und sagen unserem Hochofen, du darfst das gerne auch einschmelzen. Immer noch 448. Ach stimmt, wir bekommen Tin-Blöcke, wenn es denn irgendwann mal fertig ist. Was es bisher nicht ist. Komische Maschine, echt. Aber gut, du Exporter. Du kriegst jetzt noch Tinsand und den anderen Sand und den Dissand. Plupp, plupp. Das sind die Eier da oben. Okay, ich ignoriere das Ding einfach und gucke in ein, zwei Folgen nochmal nach. So bringt das jetzt gar nichts. Als nächstes wollten wir Sachen wegräumen. Ja. Weg, 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 weg. Redstone haben wir 26. Reicht das für 6 Pulverizer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hammer. Okay. Reicht es auch für die ganzen Porter? Wir brauchen da ein paar. Wir brauchen sechs Imp, sechs Ex. Da werden wir nicht genug Pistons für haben. Da werden wir nicht genug schwarze Dinger für haben. Zwei, drei, vier. Ja, schwarzes Ding ist alle. Also wir brauchen runde Dinger. So, 10 Stück. Brauchen eckige Dinger. Maxim. Oh. Was? Nein. Ich habe mich verklickt wegen dem. Okay, wir haben ganz viele runde Dinger. Ich hätte jetzt gerne ganz viele eckige Dinger. Oh, 19. Und was fehlte da? Kabel. Oh, okay. Kabel, Kabel. Dann hätten wir jetzt gerne die wieder. Eins, zwei. Wir hätten gerne normale Exporter. Da. Eins. Oh, ja. Pistons. Bau Pistons. Mit allen Redstone, die wir haben. Das wären 30 Stück. So. Dum, 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 dum. Fünf, sechs. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt einmal Kobbel. Wir brauchen Gravel, das holen wir uns hinten, das wird nicht im System sein. Genau. Und einmal Sand. Dann passt das. Wie viel Gravel haben wir jetzt eigentlich in einer Viertelstunde hergestellt? Zwei Stacks, das ist echt mau. Hm? Sandwiches. Yum, yum, yum. Dum, 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 dum. Oh, warte, wir sollten das nicht direkt. Ja, wir sollten das nicht direkt in den Furnace. Oder? Dann haben wir keinen so wirklich guten Zugriff zum Furnace. Nur doch von der Seite. Ja, ist okay. Also, du. So, ihr braucht alle oben. Erstmal irgendwas Komisches eingeben, damit das da weggeht. Ihr braucht alle oben einen Eingang. So. Eingang. 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 Eingang, so. Vorne ist vorne. Ihr braucht. Oh, ihr seid alle falsch rum. Ja, ihr müsst alle euren Eingang hier hinten haben. So. Damit man hier den Gang überhaupt gehen kann. Weil, wenn die Ausgänge hier hinten wären, müssten die Kabel hier hin. Dann kann man da nicht mehr rein. Das wäre nicht so schön. So. Genau. Das heißt, das hier ist jetzt hinten von euch. Und jetzt wird es komplizierter. Jetzt haben wir hier ein. Das ist jetzt meinetwegen. Ich hole mal Schilder. Mit Schildern ist es ein bisschen einfacher.
Assign. So, sechs Stück. Wobei, da müssen die Porter ran, ne? Okay. Dann kommt hier Ausgang Cobble zu Dust. Hier Eupgag Eingang Cobble zu Dust. Das heißt, hier oben kommt dann Cobble rein. Hier kommt nur das Dingensprodukt raus. Also hinten kommt gelb raus. Hier. Und das eigentliche Zeug, also Gravel, wird nach links von dir verschoben. Das ist jetzt schon richtig, ne? Genau. Also ich muss mich mit dem Rücken zum Monitor stellen quasi. Dann stehe ich falsch. Ich merke mir einfach, auf der rechten Seite muss das rote Ding sein. Hier das gleiche. Es bekommt. Nee, ist nicht das gleiche. Es bekommt hier den Gravel. Es bekommt von oben gar nichts. Braucht nichts. Es bekommt von hier, also von dem anderen, von einer Maschine den Gravel, schiebt es dann zur letzten Maschine weiter und das andere kommt hinten raus. Kommt hinten raus, nicht unten raus. Und du schmeißt alles hinten raus. So, okay. Das war der erste. Du da, du da. Importer, Importer, Importer. Dann haben wir hier Eingang Cobble Sand Ausgang Cobble Sand. Oh ne, das ist Gravel. So. Du bekommst oben dein Zeug, du schmeißt hinten das Gelbe raus, bekommst nichts von der anderen Seite, danke. Du bekommst dein Gravel von da, du schmeißt alles vorne raus, du hast keine weiteren Ausgänge. Zim, zim. Achso, und du hier hinten, du schmeißt einfach alles da raus. Mehr ist das nicht, weil du ja nur Gravel produzierst. Gut, dann brauchen wir Exporter, ein Cobble-Exporter hier, ein Cobble-Exporter hier und ein Cobble-Exporter da. Die dürften sogar schon voreingestellt sein. Ne, sind sie nicht, okay. Ich dachte, das wären welche noch von der Maschine, aber die haben wir gerade selber gebaut. Das ist okay. So, dann brauchen wir nur noch Kabel. Ganz normale Kabel. Tim, 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 tim. Du da rein. Kabel. Ja, da brauchen wir mehr von. Flux Dust ist ein Problem wegen Redstone. 44 Stück, so. Kabel. Schon wieder alle. Okay. Aber ja, hoffentlich kriegen wir gleich genug. Das heißt, wir schließen einfach alles mal kurz an. Da, da, da. Und hier ein Knubbel. So. Die müssten jetzt alle arbeiten. Prüfen wir mal. Du stellst Gravel her. Du bekommst Gravel. Du bekommst Sand. Du stellst her das. Das wird abgepumpt. Du bekommst Cobble, du stellst her Gravel, du bekommst Gravel, du stellst her Sand, Sand wird abgepumpt. Und du machst einfach nur Gravel, was auch abgepumpt wird. Okay. Gut, du Maschine, darfst wieder nach unten. Was? Ah. Das ist echt ein doofes Ding bei den Tinkers Construct Sachen. Wenn ich die in der Hand habe und rechtsklick, platziert er die Sachen, die rechts neben der Picke sind. Was natürlich auch praktisch sein kann.
Aber für mich ist es meistens nur unpraktisch. So, du bitte wieder nach unten. So. Ich hätte jetzt gerne noch Grout. 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 So. 64, 64, 64. Zack. Das muss alles ganz normal eingeschmort. Oh, warte, das können wir zu unserem Automatisch-Schmelzding bringen. Wenn du Grout im System siehst, dann werfe es hier hinein. Flupp. Und mach daraus unsere Seared Bricks, die wir brauchen, um die Basins zu gießen. Ja, genau. Sehr schön. Was mit unser Jetpack? Jetpack sieht okay aus. Doink. Du rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Gut. Rein. Okay, also wir haben jetzt hoffentlich genug Gravel, Sand und Dust, damit die Maschinen wirklich pausenlos arbeiten können. Und wir könnten dann demnächst das Ganze hier nochmal erweitern. Also wir könnten gucken, wovon am meisten produziert wird, wovon auch was überbleibt im System. Also wenn ich jetzt so mache, Gravel wird immer noch durchgehend verbraucht anscheinend. Ja. Sand staut sich. Dust geht so. Nee, das ist ja gar kein Dust. Dust ist immer weg. Sand. Was ist mit dem Sand los? Warum staut sich Sand? Keine Ahnung. Aber es ist gut, dass sich Sand staut, weil das heißt, wir haben immer genug Sand über, auch für Glas und dergleichen. Was machst du gerade? Du stellst Plastik her. Ah, sehr gut. Stimmt, weil wir Kabel hergestellt haben. Ah, ist das schön, wenn die Maschinen mitdenken, weil man sie selber produziert hat. Also das finde ich echt cool, dass ich jetzt gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt Kabel, dafür brauchen wir Plastik. Das System hat dann einen Mangel an Plastik entdeckt und stellt dann selbstständig, in Anführungszeichen, Plastik wieder her. Das ist sehr cool. So, ressourcentechnisch müsste es jetzt auch langsam wieder anlaufen. Weil ich verstehe das nicht ganz. Ich hatte mir das System hier aber vor kurzem angeguckt und habe dann so ein bisschen mitgezählt, ob der Leerlauf ist oder nicht. Aber ich habe immer nur so einen Leerlauf gesehen von ein paar Sekunden. Wenn überhaupt. Ah, jetzt staut sich das auch überall. Dann ist ja gut. Okay. Das heißt, wir haben nur mehr Sand im System, weil sich das bei Sand vorher schon mal gestaut hatte. 47, 49. Also wir haben definitiv einen Überschuss. Wir haben es jetzt verdoppelt. Das ist klar, dass ein Überschuss da ist. Aber ich hätte gedacht, dass ein wesentlich größerer Überschuss da ist, sodass wir nochmal drei Rüttler aufstellen müssen. Aber das sehe ich nicht so wirklich. Es ist. Ja, okay. Also sollte auf jeden Fall mehr rumkommen an Ressourcen jetzt, und das ist schon mal gut. Das heißt, Toastbrot essen. Und was machen wir dann?